Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich heute über Pokémon sprechen, die meiner Meinung nach, beziehungsweise auch vieler Meinung nach, aber hauptsächlich meiner Meinung, aber natürlich möchte ich das Ganze objektiv betrachten, die stärksten Pokémon, beziehungsweise die stärksten Competitive-Pokémon in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli sind. Die meisten Leute sind ja mittlerweile mit dem Game durch, fangen jetzt an, sich auch so ein bisschen aufs Kompetitive zu konzentrieren, wie auch ich. Und deswegen habe ich mich auch mit den einzelnen Pokémon-Steinen wenig auseinandergesetzt. Ich möchte heute mit euch 5 Pokémon kurz eingehen, was sie quasi so ausmacht und warum das für mich die 5 stärksten Pokémon sind, beziehungsweise auch ein bisschen erklären, was man mit den Pokémon machen soll, was so die Hauptaufgaben von denen sind und welche Moves man denn auf denen spielt. Das ist kein direkter Moveset, Analyse irgendwie, ich stelle hier keine direkten Movesets vor, aber ich rede so ein bisschen darüber, wie man die einzelnen Pokémon spielt. Wir fangen auch direkt mit dem ersten Pokémon an, und zwar Mega Simsala. Ich habe schon beim Datamine-Video gesagt, dass meiner Meinung nach Mega Simsala wahrscheinlich das stärkste Mega überhaupt wird. Es hat ein großes Problem, und zwar der Fokusstoß fehlt. Das macht Mega Simsala tatsächlich sehr, sehr schwach. Also nicht sehr schwach, aber ihm fehlt etwas dadurch. Mega Simsala ist immer noch so ein gutes Pokémon. Es wird nur ein bisschen gekontert von, meiner Meinung nach, von Alolan Muk. Alolan Muk ist richtig, richtig, richtig gut gegen Simsala. Und dann halt auch noch so Sachen wie, ich glaube, Melmetal ist meiner Meinung nach auch noch ziemlich gut. Aber das sind Pokémon, auf die konzentrieren wir uns vielleicht später. Heute geht es erstmal um Simsala. Es geht auch noch um andere Pokémon, aber jetzt geht es um Simsala. Erstmal auf Simsala, safe immer ein scheues Wesen. Man braucht den Speed auf jeden Fall. Ich glaube, sobald man mäßig spielt, wird man auch von Mega Beedrill outspeedet. Und das will man nicht. Das will man wirklich nicht. Man möchte halt wirklich diese komplette Power von Mega Simsala und dann nicht von Mega Beedrill outspeedet werden und dann mit U-Turn einfach gekillt werden. Es gibt verschiedene Sets. Ich rede jetzt hier auch nur von Mega Simsala. Ich weiß nicht, ob man das normale Simsala vielleicht irgendwie anders spielt. Das erste Set, ja, spielt man halt mit Calm Mind und Recover und mit Psychokinese. Und danach kann man sich auch so ein bisschen aussuchen, ob man eventuell Delegator drauf spielt, wodurch man aber ziemlich krass Verhöhner weak ist. Und Verhöhner ist ein weit verbreiteter Move im Let's Go Pikachu und Let's Go Evolimeter. Deswegen kann man auch Dazzling Gleam spielen, also Zauberschein. Aber ja, Psychokinese, Gedankengut und Genesung ist halt ein Gedankengut-Set. Und dann kann man sich halt überlegen, okay, will ich den zweiten Move mit Zauberschein? Weil ansonsten, wenn ihr dann noch Delegator spielt, seid ihr komplett destroyed auch gegen Unlicht-Pokémon. Ihr habt nur Psychokinese als Angriffsmove. Das ist nicht gut. Deswegen Zauberschein ist optional auch noch ziemlich gut. Das zweite Set ist mehr so ein Revenge-Killer mit Psychokinese. Danach entweder Zauberschein oder Spukball. Und dann kann man noch einen Verhöhner draufpacken. Verhöhner, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, ist super gut in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Und zu guter Letzt dann halt wahrscheinlich noch die Genesung. Ich weiß, Mega Simsala ist nicht das bulkigste Pokémon der speziellen Defensive, doch so ein bisschen. Aber Genesung ist mit einer der besten Moves, die man auf Mega Simsala draufpacken kann, denn ja, Mega Simsala fehlt halt Ressourcen und da muss man sich dann halt was anderes einfallen lassen, was halt dementsprechend trotzdem noch gut funktioniert. Und ich bin trotzdem der Meinung, Mega Simsala ist das stärkste Mega-Pokémon in dem ganzen Spiel. Deswegen, falls ihr einfach nur einen heftigen Attacker haben wollt, spielt auf jeden Fall Mega Simsala. Alright, als nächstes haben wir das Starter-Evoli. Insane gut, okay? Auch hier funktioniert super heftig als Supporter. Ihr seht auch hier schon die verschiedenen Moves. Tatsächlich spielt man alle Evoli-Moves, außer den Ice-Move. Spielt man tatsächlich auf Evoli. Gibt auch ganz verrückte Strategien. Sprießbomben ist meiner Meinung nach, also Sprießbomben und Glitzersturm spielt man auf jedem Evoli-Set, meiner Meinung nach. Das ist das Beste. Denn mit Glitzersturm habt ihr quasi eine Aromakur. Und die ist wirklich wichtig, denn Toxic ist so ein weit verbreiteter Move im Competitive in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Auch Irrlicht und Donnerwelle ist so ein bisschen vertreten, einfach weil man halt auf solche Moves zurückgreifen muss. Aber Toxic ist richtig häufig da. Deswegen Evoli mit Glitzersturm, super, super sick. Und Sprießbomben hat man dann halt noch als Attack-Move. Ist wahrscheinlich auch mit der stärkste Attack-Move. Und halt einfach für die Recovery mit Egelsamen. Also Sprießbomben, mit Sprießbomben kriegt ihr die Safe und Egelsamen drauf. Dann könnt ihr mit Schutzschild euch wieder ein bisschen hochheilen. Also meiner Meinung nach Glitzersturm und Sprießbomben die wichtigsten Attacken. Schutzschild optional auch ziemlich gut. Und dann als letzten Move kann man überlegen, entweder man spielt Quälzone oder Pulsieraura als Screener. Oder man spielt noch einen offensiven Move wie Flackerbrand oder Knisterladung, um nochmal eine Statusveränderung beim Gegner hervorzuheben
Oder man sagt, okay, ich spiele vielleicht Blubsauger für so Sachen wie Rizeros oder so, ist auch in Ordnung. Geht noch klar, aber ist meiner Meinung nach das schlechteste Set. Also Flackerbrand und Knisterladung kann man dann überlegen, so will ich ihn vielleicht eventuell burnen oder will ich vielleicht eine Para. Aber ich muss persönlich sagen, mein Lieblingsset ist Glitzersturm, Sprießbomben, Schutzschild und dann einer der beiden Screen Moves, also Quälzone oder Pulsieraura. Wir sind auch immer froh, auch wenn viele Attacken davon speziell sind, trotzdem spielt man eigentlich fast immer ein frohes Evoli und ist halt einfach ein mega guter Supporter. Richtig, richtig gut. Die Werte sind halt leider echt kacke, also ihr müsst euch wirklich so ein bisschen, man muss klug damit spielen, das ist kein No-Brainer-Evoli. Es ist gut, aber man muss damit trotzdem umgehen können. Also es ist wirklich wichtig. Rennt da nicht einfach mit eurem Starter-Evoli rein und denkt euch, ja, der Razor hat gesagt, ist OP, dann gewinnt man damit. Nee, ihr müsst damit auch ein bisschen Köpfchen anstrengen und dann kann Evoli euch zum Sieg verhelfen. Als nächstes haben wir Mew. Ich habe ja auch schon Wi-Fi-Battle hochgeladen mit Mew, schaue ich das auf jeden Fall an. Da seht ihr auf jeden Fall die Power von Mew. Da gibt es auch verschiedene Sets. Es gibt, also man kann es entweder Scheu oder Pfiffig spielen, je nachdem, was man machen möchte. Scheu ist es nur, wenn ihr es als Setup-Sweeper spielen wollt. Ist möglich mit Ränkeschmied, Psychokinese, Flammenwurf und Ruheort. Da kann man aber auch dann irgendwie wieder optimieren, ob man dann statt Ruheort vielleicht Verhöhner spielt. Aber ja, Ruheort ist eigentlich schon ganz sick, weil Mew ist relativ bulky und wenn ihr dann ein, zwei Ränkeschmieden drin habt, dann könnt ihr euch auch trotzdem immer noch gut hochheilen. Dann gibt es noch ein Stallbreaker-Set mit Irrlicht, Verhöhner, Ruheort und dann könnt ihr halt überlegen, will ich Psychokinese als Stab-Move oder will ich Flammenwurf, damit ich jedes Pokémon treffe und auch Stahl-Pokémon sehr effektiv treffe, weil ja, Melmetal ist dagegen. Ihr habt zwar Irrlicht, aber Melmetal ist da trotzdem ein bisschen nervig, das dann down zu bekommen. Aber ja, das ist das Stallbreaker-Set. Und dann gibt es noch ein ganz lustiges Set, was ich sehr, sehr gerne spiele. Mit Irrlicht, Ruheort, Protzer und Drachenrute. Ihr könnt auch anstatt Irrlicht vielleicht Verhöhner spielen. Das will ich auch überlassen, ne? Aber ich finde Irrlicht eigentlich ganz sick. Wobei Irrlicht oder Verhöhner ist immer schwierig. Muss man halt schauen, was man eher präferiert. Aber wie gesagt, Protzer, Drachenrute, Ruheort, alleine die drei Attacken schon. Es ist so lustig. Klar, gegen Feen-Pokémon könnt ihr nicht viel ausrichten. Aber sobald der Gegner kein Feen-Pokémon mehr hat, kann Mew da schon echt komplette Teams mit zerstören. Wichtig auch, ne? Tarnsteine, aber dazu kommen wir gleich. Das sind so die drei Mew-Sets. Und ja, Setup Sweeper funktioniert auch ziemlich gut. Habe ich auch schon ausprobiert. Ja, macht auch sehr viel Laune. Und Mew punktet eben sehr mit seiner Variabilität. Und ja, mit den verschiedenen Moves und so weiter. Kann man sehr viel mitmachen, deswegen solltet ihr die Verfügung zu Mew haben, spielt es auf jeden Fall, es ist ziemlich gut, solange es nicht ins Uber kommt. Ich weiß nicht, wie genau das dort läuft, ich glaube, bisher gibt es sowieso noch gar keine richtigen Tiers. Mewtwo würde ich sagen, ist auf jeden Fall im Uber, deswegen habe ich Mewtwo auch nicht mit hier reingenommen. Also ne, nicht, dass ihr euch wundert, wo ist Mewtwo? Mewtwo habe ich nicht drin. Ich glaube, Mewtwo zähle ich auf jeden Fall als das erste Uber-Pokémon. Als nächstes haben wir Melmetal, auch richtig, richtig gut, war aber schon ja, abzusehen mit den Stats. Und bei der Konkurrenz, sage ich mal in Anführungszeichen, Wesen spielt man es immer hart. Ich glaube da, man kann es eventuell Impel spielen. Ich glaube auch Pfiffig war das. Nee, das war nicht Pfiffig. Verteidigung plus oder Spezialverteidigung plus und Spezialangriff minus. Also man kann es auch noch ein bisschen bulky spielen. Und Attacken, Panzerfäuste ist eigentlich Muss, wirklich gut. Super, super starker Move. Erdbeben meiner Meinung nach auch. Steinhagel auch. Und beim letzten Move kann man sich dann so aussuchen, ob man lieber eventuell Ice Leap haben will als Courage Move. Donnerwelle, weil man dann schneller sein kann als verschiedene Pokémon. Oder Erholung, weil Melmetal ist ziemlich bulky und man kann sich auch noch sehr gut hochheilen. Da muss man halt einfach schauen, was am besten ins Team passt, meiner Meinung nach. Wenn ihr so ein Full-Toxic-Team habt, was halt wirklich darauf aus ist, den Gegner die ganze Zeit zu toxicen oder zu Will-O-Wispen, dann würde ich auf Donnerwelle verzichten. Erholung eventuell, falls Melmetal euer einziges Bulky-Pokémon ist und Ice Leap einfach, falls ihr vielleicht eine Ice-Coverage braucht oder allgemein halt mehr auf die Offensive Wert legt auf Melmetal. Dann könnt ihr Ice Leap spielen. Ist sehr, sehr cooles Pokémon, auch sehr, sehr stark, kann ich auch sehr empfehlen und falls ihr die Verfügung dazu habt, spielt es auf jeden Fall. Und zu guter Letzt bisher zu meinem Lieblings-Pokémon aus Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli und zwar Mega Aerodactyl, Wesen immer froh, man will Full Speed, damit man alles outspeedet, außer eventuell Elektroball und Attacken, Tarnsteine, immer, okay. Wirklich immer spielt immer Tarnsteine. Man muss es nicht spielen, aber spielt immer Tarnsteine. Was wichtig ist, was ihr immer spielt, ist Erdbeben und Steinhagel. Und danach kann man halt zwischen
Tarnsteine, Verhöhner und Ruheort so ein bisschen hin und her switchen. Ich würde euch auf jeden Fall Tarnstein empfehlen und dann würde ich eher überlegen, ob ihr Verhöhner oder Ruheort spielen wollt. Verhöhner ist gut gegen andere Mega-Aerodactyl, Ruheort allgemein ist ein guter Move, weil Mega-Aerodactyl tankt auf der speziellen Seite ziemlich viel oder mehr oder weniger kann es ziemlich viel tanken. Besonders wenn ihr dann Ruheort einsetzt, macht halt auch dann der Donnerblitz von einem Zapdos zum Beispiel nicht mehr so viel, was auch sehr cool ist. Und ja, aber ist meiner Meinung nach mit Rizeros zusammen der beste Rocksitter. Und Tarnsteine definieren das Spiel so krass. Es gibt kein Defog und kein Spinning. Deswegen spielt Tarnsteine und packt dafür am besten Mega Aerodactyl oder Rizeros mit. Aber was mit Rizeros auf sich hat, werde ich im nächsten Part dazu kommen. Denn falls euch dieser Part hier gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wertung freuen. Und im nächsten Part würde ich dann über 5 weitere Pokémon sprechen, die meiner Meinung nach auch zu den stärksten Competitive Pokémon in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli gehören. ja, deswegen würde ich sagen, Leute, falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, ansonsten auch sehr über einen Kommentar. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und ja, gut, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.